So, hallo, hier ist euer Juan von PocketPC.ch und wir waren gerade oder sind immer noch sogar auf dem Unpacked 5 Event von Samsung. Die haben jetzt endlich ihr Galaxy S5 vorgestellt und es ist genauso geworden, wie es auch jetzt in den Informationen stand. Allerdings gab es wirklich einige interessante Änderungen. Wir haben wieder ein super AMOLED-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung, welcher wirklich ordentliche Blickwinkelstabilität hat, sogar sehr gute Blickwinkelstabilität, allerdings mit einem kleinen Manko. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennen könnt, aber sobald man den Winkel zu steil macht, kommen so Regenbogenfarben auf, so ein Regenbogenflimmern. Sieht ganz nett aus, praktisch allerdings nicht ganz so gut zu gebrauchen. Eine sehr interessante Änderung ist die neue 16-Megapixel-Kamera, die sogar einen eigenen Phasenfokus hat, also ähnlich bei dem von Spiegelreflexkameras, allerdings wirklich auch nur ähnlich. Zudem ist ein Snapdragon 805 Prozessor verbaut mit 2,5 GHz, ein Quad-Core, 2 GB RAM. Und es gibt das Gerät in drei Versionen, 16 GB, 32 GB und 64 GB internem Speicher. TouchWiz hat sich mittlerweile auch verändert. Die Icons sind flach, also relativ platt. Sie stechen nicht mehr so stark hervor. Alles ist relativ minimalistisch mittlerweile gehalten. Die Icons wurden leicht überarbeitet, dem neuen TouchWiz-Design angepasst. Wenn wir jetzt einmal nach ganz links gehen, haben wir neben dem eigentlichen Homescreen noch eine Art HTC Blink Feed. Also es sieht zumindest so aus. Hier können wir nochmal unsere Nachrichten angucken, die wir hier als Feed hinterlegt haben. Eine sehr interessante und nützliche Sache, wie wir finden. Das Samsung Galaxy S5 hat auch einen Fingerprint-Sensor spendiert bekommen, ebenfalls im Home-Button. Das Interessante an diesem Fingerprint-Sensor ist allerdings, dass dieser nicht wie bei Apple nur mit dem Auflegen des Fingers arbeitet. Nein, dafür ist die Fläche zu klein, sondern wie man es von Notebook kennt, den Finger über den Home-Button drüber slidet und somit erkennt dieser dann euren Abdruck. Also ähnlich wie wir es auch schon von Notebooks her kennen. Ja. Das Gerät hat zudem, das ist auch eine ganz interessante Sache, bevor ich das vergesse, es hat unter der Kamera einen Herzfrequenzmesser. Was wir dann damit so genau machen können, vielleicht mit einem Gurt um die Brust binden oder so, damit dieser euren Pulsschlag erkennt, da müssten wir vielleicht mal noch ein paar genauere Tests abwarten. Wir freuen uns jedenfalls auf ein Testgerät. Das Gerät ist sehr spannend. Das Design hat sich ein wenig geändert. Die Rückseite ist nun ja perforiert. Es ist aber immerhin noch Plastik, wie wir es kennen. Der Rahmen natürlich auch, wobei ein kleiner Millimeter dünner Strich am Glas, am Displayglas wieder aus Aluminium ist. Der Rest ist Plastik. Das Design hat sich nur leicht geändert. Es gibt es in 4 Farben. Und ja, wir warten jetzt einfach mal auf ein Testmodell und vor allem auch auf Preise. Das Gerät ist ab dem 11. April, oh, ich habe schon zu viel geredet, ab dem 11. April diesen Jahres in 150 Ländern weltweit mit der Galaxy Gear 2 und der Galaxy Gear Fit erhältlich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, bis auf die letzten Versprecher am Ende, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, abonniert uns auf YouTube, folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir würden uns freuen. Euer Juan von PocketPC.ch und ich gehe jetzt erstmal was trinken.